Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich wollte eigentlich schon viel früher wieder ein Video machen, hatte aber ehrlich gesagt keine Ambitionen, muss ich ehrlich sagen. Der Grund dafür ist einfach, ich hatte, wie ihr sicherlich wisst, am 1. April Geburtstag. Ich hatte Urlaub genommen eine Woche, der Urlaub ist mir total kaputt gemacht worden. Erst habe ich von meiner letzten Nachtschicht in meinen Urlaub reingearbeitet, was gar nicht erlaubt ist, was ich erst hinterher erfahren habe. Ja, danke an meine Chefin, dass ich das mal hinterher erfahren durfte. Und dann bin ich auch noch eher aus meinem Urlaub rausgeholt worden, weshalb ich keine Geburtstagsfeier geben konnte, wie ich mir das dachte, aber sei es drum. Danach habe ich noch die Nachtschicht aufgebrummt bekommen. Und jetzt habe ich mal einen Tag frei und morgen muss ich wieder Frühschicht machen. Naja, egal. Das ist jetzt nicht der Grund für dieses Video, das sind meine privaten Probleme. Ich wollte bloß damit so ein bisschen schildern, weshalb so lange nichts kam. Es geht um das, was Friday for Future ausmacht. Sicherlich habt ihr alle schon davon gehört. Friday for Future ist etwas, bei dem sich Schüler dafür stark machen, um das Klima zu schützen oder für die Umwelt, je nachdem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal ist es wirklich sehr löblich dafür, sich stark zu machen, denn Klima und Umwelt ist eine Sache, das geht uns alle etwas an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Alter dieser Schüler gewesen wäre, ich hätte das Gleiche gemacht. Allerdings wären meine Bewegmotive weniger gewesen, dass ich jetzt fürs Klima irgendwas mache, sondern schlicht und ergreifend, dass ich keinen Bock hätte, am Freitag zur Schule zu gehen. Wenn wer hat schon Lust, am Freitag zur Schule zu gehen, wenn man ein paar Stunden demonstriert und danach frei hat? Allerdings kann man das nicht ganz so stehen lassen. Ja. Doch warum heißt es Friday for Future? Warum nicht Freitag für Zukunft? Man könnte sagen, Englisch ist die Weltsprache, natürlich, das ist einleuchtend. Und es ist eine Weltbotschaft im Großen und Ganzen. Und dann haben wir noch diese kleine Greta, die mir ehrlich gesagt leid tut, muss ich sagen. Denn was mit Kindern passiert, die in einem großen Rampenlicht stehen und Ruhm kassieren, in dem Alter, die davon regelrecht überschüttet werden, das wissen wir nur allzu gern, gut, ja, auch nicht so gern, wenn wir uns Leute auf YouTube angucken, die noch sehr jung sind und vom Ruhm übertrünscht werden. Es bekommt ihn nicht, aber das ist jetzt erstmal nicht der Punkt. Friday for Future ist tatsächlich für mich eine sehr merkwürdige Sache in jeglicher Hinsicht. Warum das genauso ist, das werde ich am Ende des Videos nochmal etwas genauer definieren, was ich damit meine. Das ist nämlich eine Sache, das haben auch schon andere vor mir erkannt und ich wollte es halt auch nochmal ansprechen. Aber egal, kommen wir mal zum Wesentlichen. Es geht darum, das Klima zu schützen. Es geht darum, die Umwelt zu schützen. Und was mich dabei am allermeisten wundert, ist, dass Menschen wie unsere Kanzlerin und auch andere Politiker das sogar loben. Dass Schüler am Freitag blau machen und dafür für die Klimaschutzsache auf die Straße gehen. Das klingt ja erstmal ganz nett. Wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, Saturday for Future, und man würde sagen, Schüler opfern ihren freien Samstag, um für das Klima zu demonstrieren, statt PUBG zu spielen oder vor ihrer Playstation zu hocken, einfach mal für das Klima sich stark machen, dann wären wahrscheinlich auch mehr dabei, denn am Samstag haben die meisten Menschen Zeit. Naja, also das ist meine Ansicht. Warum also ausgerechnet der Freitag? Wenn ich Schüler gewesen wäre, und es ist ja doch schon eine ganze Zeit her, zu meiner Zeit ist Greta noch nicht mal geboren gewesen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich das Gleiche auch getan. Denn wer hat schon Lust, zur Schule zu gehen, wenn man einfach Protest schieben kann und danach ins Wochenende startet. Das soll jetzt keine Unterstellung sein, nur mir fiel auf, also ich appelliere das an mir selber. Ich war ja selbst auch mal Schüler und ich habe mich immer gefragt, wenn ich sowas sehe, wie hätte ich gehandelt, wie würde ich denken, was würde ich tun? Und die Antwort darauf ist, ich würde ähnlich handeln. Das Klima selbst wäre mir dabei aber eigentlich egal. Ich würde einfach bloß dort mitmachen, aus Gruppenzwang technischen Gründen und weil ich halt keinen Bock hätte, am Freitag zur Schule zu gehen. Denn wenn alle blau machen, kannst du nämlich als Schüler nicht dafür bestraft werden. Normalerweise ist nämlich eigentlich das Schwänzen von Schule, und es ist Schuleschwänzen, wenn man es streng genommen betrachtet, eine Straftat, für die du sogar festgenommen werden kannst als Schüler. Aber wenn das alle machen, dann klappt das nicht.
Also das wäre zumindest schwierig. Und genau das macht diese Schüler stark. Eigentlich löblich. Ja, wer braucht schon Schule am Freitag, wenn er genauso gut auf die Straße gehen kann und für ein besseres Klima protestieren kann? Aber meine persönliche Ansicht bei der Sache ist noch eine andere. Meine Oma hatte ein Sprichwort in so einem Fall, oder hat, sie lebt immer noch. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und genau das ist der Punkt. Denn wenn es um Klimaschutz geht, dann kommt es nicht darauf an, ob du auf die Straße gehst und lospolterst und den Politikern den Marsch bläst, sondern es kommt auf jeden Einzelnen von uns an. Und genau da ist der Punkt, wo ich sage, dass ich das Ganze für albern halte. Nicht, dass der Klimaschutz albern ist, oh nein, der ist wichtig. Aber ihr glaubt doch wohl nicht allen Ernstes, dass die meisten dieser Schüler wirklich allen Ernstes sich für das Klima auch im Privaten stark machen. Hier meine kleinen Tipps, was man wirklich tun kann, um das Klima zu schützen. Nummer 1. Drosselt einfach mal euren Konsum. Kauft euch nur das, was wirklich wichtig ist. Lebensmittel, Kleidung. Dinge, die man nicht bloß als Staubfänger irgendwo hinstellt. Nicht das neueste Smartphone oder das neueste iPhone holen. Nicht die neueste Mode. Nummer 2. Beim Händewaschen die Mischbatterie nicht voll aufdrehen, sondern einfach mal nur zur Hälfte aufdrehen. Und auch beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen. Sparsamkeit auch beim Wasserverbrauch, auch das ist ökologisch. Beim Duschen nicht stundenlang drunter stehen, bis das warme Wasser alle ist, das machten nämlich viele Schüler überhaupt nicht. Also ich zumindest, wie gesagt, ich spreche von mir, wie ich als Schüler gewesen bin. Und meine Erkenntnis daraus ist einfach, ich habe gerne lang geduscht und ich habe auf viele Dinge keine Rücksicht genommen, obwohl ich es nicht besser wusste. Der Grund dafür ist einfach, ich musste die Rechnung nicht bezahlen. Auch die Heizung, wenn es kalt ist, wenn man die aufdrehen will, nur bis zur Hälfte aufdrehen und wenn es warm genug ist, die Heizung auch mal wieder abdrehen. Beim Lüften vielleicht vorweg erstmal lüften und dann die Heizung andrehen, dass die Wärme nicht wieder nach draußen zieht und die Energie verpulvert wird. Nicht alles mit dem Auto erreichen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Schüler nicht alle mit dem Fahrrad angefahren sind, sondern auch mit dem Auto gefahren wurden. Das ist jetzt nicht wirklich, was das Kraut fett macht im Großen und Ganzen, da ich auch von diesem Dieselskandal jetzt nicht unbedingt so maßlos überzeugt bin. Denn die meisten Umweltsünder sind tatsächlich eher irgendwelche Fabriken, Konzerne, Flugzeuge und große Schiffe, die wirklich Unmengen von Partikeln in die Luft blasen. Und nicht irgendwelche Fahrzeuge, die man den Leuten einfach wegnimmt, währenddessen im Nachbarland die alten Diesel da weiterfahren. Das sind nur ein paar Beispiele, die man machen kann. Es gibt noch weitaus mehr. Im Großen und Ganzen überlegt euch im Leben, was ihr wirklich braucht und auf was ihr verzichten könnt. Das tun Schüler aber nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Auch zu Silvester sich nicht irgendwelchen Böller Mist holen in riesengroßen Mengen. Ach, ich verquatsche mich ja wieder. Sondern sich wirklich überlegen, ob man das wirklich braucht. Das war bei mir auch nicht anders. Erst als ich meine Rechnung selbst bezahlt habe, habe ich auch damit angefangen, mir zu überlegen, was brauche ich wirklich. Jetzt wird es dunkel draußen, okay, egal. Das waren jetzt erstmal so ein paar Beispiele. Und zu guter Letzt, bevor ich das Video beende, ich habe ja gesagt, dass an der Friday for Future Nummer eine Sache etwas merkwürdig ist. Etwas, das auch schon anderen aufgefallen ist. Man könnte ja auch sagen Freitag für Zukunft, aber Englisch ist ja die Weltsprache, oder Friday oder Saturday for Future, also nicht Friday for Future, sondern Saturday for Future. Warum ausgerechnet Friday for Future? Ist euch aufgefallen, jetzt wird es verschwörerisch, dass alle drei Worte in diesem kleinen Satz mit F anfangen? Und wisst ihr eigentlich, dass der Buchstabe F im Alphabet die Nummer 6 hat? Friday for Future. 666. Denkt mal drüber nach. Wenn unsere Bundeskanzlerin und andere Politiker dafür applaudieren, dass Schüler keine Schule machen, sondern einfach auf die Straße gehen, um zu demonstrieren, wobei jeder eigentlich selbst was für das Klima tun kann, wenn er das wirklich will, dann hat das meistens mehr irgendeinen profitablen Zweck. Entweder du fährst Elektroauto oder du bist gegen Umwelt. So sehe ich das. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Und ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Umweltschutz ist gut, aber man sollte ihn selbst in die Hand nehmen. Durch Brüllen erreichst du gar nichts. Lebt einfach sparsam und überlegt euch, hier ist gerade eine Fliege lang geflogen, ich weiß. Überlegt euch, was ihr wirklich braucht. Tschüss!